Willkommen zu Recent News am 28. Dezember 2020. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund eine Stunde. Spionage steht eigentlich immer im Zentrum, aber in der Öffentlichkeit wird die Spionageebene selten überhaupt berührt, wenn da nur oberflächlich und stark vereinfacht und wenn es halt irgendeinen Gegner betrifft, also irgendeine andere Supermacht oder irgendeine andere ideologisch-politische Gruppe. Stattdessen gibt man den Leuten Ideologie und politischen Aktivismus. Und wenn man bei den Linken zum Beispiel gelandet ist, sollte man dringlichst äh, zum Beispiel Karl Marx auf Spionage ablaufen. Ich habe das getan. Und ich bin kein Linker. Er mit seinen adligen Kontaktleuten zersetzte Gruppen und Projekte und heikle Infos, landeten bei Behörden über irgendwelche äh, bewaffneten Aktionen und so weiter. Einflussreiche Angloamerikaner förderten ihn, seine Persönlichkeit war haarsträubend, seine Grundideen abgekupfert, unter anderem von einem Mitglied der Roosevelt Familie. Der alteingesessene Adel wollte selbstverständlich den Sozialismus kontrollieren, also die eigene Opposition. Der Sozialismus entstand ja ursprünglich als Gegenbewegung zur Adelsherrschaft und der Adel übernahm dann den Sozialismus durch Geheimdienste und benutzte ihn als, unter anderem als Begrenzungsinstrument gegen die aufkommende Mittelschicht. Also ich habe die adligen, ähm, ich, äh, ich habe die bolschewistischen Anführer untersucht auf Spionage. Also da gab es dann äh, adlige Kreise im Ausland, also gerade die Briten. Und die äh, Zarengeheimdienste im Inland, die Zaren waren ja engstens verwandt mit dem britischen Thron, also man hat dann von beiden Seiten diese kommunistische Fake-Revolution da gesteuert für einen Neustart. Man konnte nicht so weiter herrschen wie bisher und man wollte den gewöhnlichen Adel in Russland endlich verdrängen. Das gelang dann mit dem Bürgerkrieg. Ähm also, das heißt, und nach der Revolution gab es die Technologieverkäufe aus dem Westen. Also, wir sehen, Spionage ist alles, egal in welchem politischen Lager man sitzt. Und das ist eines der ersten Dinge, die man tun sollte. Das heißt, viele Leute landen auf diesem linken Trip und machen sich nicht mal die Mühe, diese ganzen Säulenheiligen ähm, der Szene, der Ideologie wirklich abzuklopfen auf Spionage. Genauso, ähm, genauso untersuchte ich die rechte Sphäre auf Spionage. Also, der Adel schuf mit verdeckten Mitteln Konzerne und die Großindustrie. Ganze Gesellschaften wurden schrittweise transformiert, das hatte Auswirkungen auf die Familien, die Verstädterung, das heißt, das für viele war das dann das Ende der klassischen Dorfidylle. Und ähm, der, der britisch-adelige der Britisch Geheimdienst schuf dann völkische Organisationen in Deutschland und Österreich und predigte Rückständigkeit und man predigte, äh, dass jüdische Kleinstfamilien an allem schuld seien und das britische Reich in die USA anführen würden. Also diese jüdischen Kleinstfamilien hätten dann das britische Empire ungehindert gestohlen und das amerikanische Empire ungehindert gestohlen. Niemand hätte da sich denen in den Weg gestellt. Und, ähm, äh, und so zog man das Ganze halt eben dann auf die völkische Ebene. Das heißt, ähm, äh, man sagte dem Publikum, also dem Zielpublikum eh in Deutschland und Österreich, eure Gegner sind, schauen ganz anders aus als ihr und sind ganz anders als ihr und so. Man manipulierte eine breite rechte Bewegung und hatte überall Agenten, die später auch dann in der NSDAP aufstiegen und in den Überresten des österreichischen Habsburger Reiches. Die Geheimdienste hatten die Kontrolle über die Verschwörungsliteratur angefangen, im Wesentlichen mit John Robinsons Proofs of a Conspiracy. Ähm, amerikanische Großunternehmen und britische Adlige gaben sich dann als rechtsextrem. Dadurch konnten sie noch besser Deutschland infiltrieren, ja, weil die Deutschen dann dachten, sie hätten da einflussreiche Freunde. Heute haben wir Globalisierung und Bevölkerungsreduktion, eine massive Verunsicherung und die Geheimdienste fahren ihr Standardprogramm. Also man pusht Gedanken aus der klassischen Verschwörungsliteratur, man pusht hundert Jahre alte vereinfachte konservative Grundgedanken man infiltriert Gruppen, erschafft Gruppen, steuert Narrative, um dafür zu sorgen, dass die Bürger nicht ihre Interessen durchsetzen können. Also und basierend auf dem historischen und gegenwärtigen Kontext und basierend auf dem Verhalten des Verfassungsschutzes in der Vergangenheit lässt sich natürlich mit einem gewissen Maß an an Spekulation lässt sich so der Gameplan, der Gameplan gegen die AFD und generell gegen neue konservative Bewegungen rekonstruieren. Also die Vorgehensweisen sind im Wesentlichen nicht besonders kompliziert, aber erfordern selbstverständlich Zeit und Geduld sowie die Einhaltung von rechtlichen Normen, damit die Vorgehensweise abgesichert ist. Also Punkt Nummer eins: Bestehende Agenten und V-Leute in die Partei einschleusen oder zumindest heranspielen. Ähm, neue V-Personen zu rekrutieren ist mühsam. Viel einfacher ist es, bestehende V-Personen und Agenten in die AfD zu bringen, ob als einfache Mitglieder, aktive Politiker oder als Büromitarbeiter. Die gewöhnlichen AfD-Mitglieder und Wähler sind unfähig, Risikoabschätzungen vorzunehmen und strategisch sinnvolle Personalentscheidungen zu treffen. Was für sie zählt, ist Ideologie. Ähm. Und Erfolg oder zumindest der Anschein des Erfolges hat man erst einmal eine V-Person oder einen Agenten in der Partei untergebracht, können weitere V-Personen und Agenten nachgeholt werden, so dass man einen ganzen Spionagering etabliert. Also der erste ist dann der erste Agent oder V-Mann ist dann so der der den Brückenkopf halt eben etabliert und dann holt er halt eben dann weitere Leute nach. Wenn du aus einer rechten Burschenschaft kommst, früher bei extrem rechten Gruppen warst oder bestimmte Kurse gemacht hast bei Zentren der neurechten Bewegung, wenn du mit den Russen rumgemacht hast und die üblichen Ideen herumposaunt hast, dann hast du beste Chancen, einen Job im Umfeld der AfD zu bekommen. Nächster Punkt: Infiltrationsagenten und V-Personen den Weg nach oben freiräumen. Also man kann an Agenten und sein, also seine Agenten und V-Personen innerhalb der Partei fördern durch Geld. Kontakte und durch das Sabotieren von innerparteilichen Konkurrenten. Also, der Agent oder V-Mann zieht plötzlich Großspende an Land oder vermittelt der Partei tolle Kredite oder Kontakte in die USA und Russland. Er bekommt verstärkt mediale Aufmerksamkeit, kostenlos versteht sich. Er wird der Star der rechten Szene auf Social Media. Seine Konkurrenten und Kritiker bekommen immer mehr Probleme. Aus allen Richtungen umgekehrt scheinen die Probleme des Agenten oder V-Manns magisch zu verschwinden oder haben nie ernste Konsequenzen. Also Geldprobleme verschwinden, juristische Probleme verschwinden, ja, irgendwelche Skandale, die ihn anhaften, haben keine ernste Konsequenzen und so weiter und so weiter. Nicht alle Agenten und V-Personen stehen im Rampenlicht, manche sind, ähm, sind auch die stillen Top-Berater im Hintergrund. Nächster Punkt. Äh, althergebrachten Rechtsrevisionismus und gewöhnliche Verschwörungsmedien verbreiten. Also die deutschen Gesetze. Die deutschen Gesetze sind quasi ausgelegt auf klassische Verschwörungsmärchen über die Rothschilds und die Weisen von Zion, sowie insbesondere auf gängigen Rechtsrevisionismus, also diese ganze Hitler sei Geilschiene oder Hitler irgendwie äh, sei akzeptabel gewesen. Also man, man hat das anscheinend parallel entwickelt, ich habe das ja immer wieder aufgedröselt, wie suspekt die Kernautoren waren des ursprünglichen Rechtsrevisionismus. Das heißt, für die Geheimdienste wäre das ja einfach und billig gewesen, man muss nur so ein paar Kernideen, Kernnarrative kontrollieren, ein paar wichtige ursprüngliche Autoren und dann schreiben das alle anderen einfach nur noch ab. Und parallel zu diesem Rechtsrevisionismus und parallel zu diesen alten Verschwörungs-, äh, diese alten Verschwörungsdesinformationen, passend dazu hat man die Gesetze entwickelt. Also wenn du diese, dieses alte Material halt eben dann äh, weiterverbreitest, diese Gedanken verbreitest, dann triggerst du automatisch die Gesetze und der Verfassungsschutz hat dann was er braucht. Das... Äh, also das primäre Werkzeug des Verfassungsschutzes, ob das der einzelne Beamte dort schnallt oder nicht, das, das primäre Werkzeug wäre, solches Material und die enthaltenen Gedanken zu verbreiten und zu registrieren, wie viel Zustimmung es erfährt oder ob AfD-Mitglieder zumindest keinen Einspruch erheben. Also ich denke mal, der durchschnittliche Verfassungsschutzmann... Ähm Denkt einfach, es ist ein Mittel zum Zweck. Ja? Du, du nützt deine Agenten und V-Personen, um einfach diese, diese typischen ultrarechten Narrative zu verbreiten. Es ist halt einfach nur dazu da, um halt eben dann die Rechten zu bekämpfen. Ja? Aber ähm, wenn man dann tiefer nachbohrt, stellt man eben dann fest, dass diese Narrative halt eben von, von den Geheimdiensten stammen, primär von den anglo-britischen äh, adligen Geheimdiensten. Das Ganze geht eine ganze Weile, äh, ganze Weile zurück. Ähm, zudem hat dies den Effekt, dass linke, Netz, dass linke Netzwerke massiv Aktivismus betreiben gegen die AfD. Man verwickelt die AfD in solch große Kämpfe, die die Partei niemals gewinnen kann. Also man legt sich dann mit 90% der Gesellschaft an, mindestens. Äh, man legt sich mit dem Ausland an ähm, und außerdem noch, ähm, also mit ausländischen Geheimdiensten legt man sich noch an und man zerstreitet sich auch innerhalb der verbleibenden 10%. Also diese 10% ähm, extremeres rechtes Potenzial, die sind untereinander auch verstritten, weil es gibt halt eben dann die absoluten Vollnazis ähm, und Leute, die halt dann auch kein nationalsozialistisches Regime wollen. Ja? Also das heißt, man legt sich damit viel zu vielen Leuten an und die Linken werden ja dementsprechend auch bearbeitet. Das heißt, äh, man hat dann diesen gesellschaftlichen Kampf links gegen rechts und das kann halt weder die AfD gewinnen, noch können das im Endeffekt dann... Irgendwelche anderen Bürger gewinnen und ihre Ideen durchsetzen, sondern das, was ich dann durchsetze, ist immer die Agenda des Establishments. Dann, nächster Punkt: Kritiker des extremen Kurses bekämpfen. Ganz simple Strategie: Alle, die nicht hereinfallen auf den Extremismus, müssen als Weicheier, Feiglinge und Kollaborateure des Systems gebrandmarkt werden. Also da gibt es dann richtige Paranoia und Hass. Diese Kampagnen lassen sich durch entsprechende alternative Medien auch fahren, gibt dann genügend Nachplapperer. Und dieser Agitprop zitiert niemals wirklich oder fast nie Meinungsforschung, sondern nur halt so ein paar Wahlergebnisse aus dem Osten. Ja, es wird nur zitiert, was ins Narrativ reinpasst. 90% der Gesellschaft werden zum Feind und selbst in den restlichen 10% schürt man Streit. Dennoch behaupten die agitprop leute sie stünden für Einigkeit und Geschlossenheit und Deutschland und den Volkswillen. Ja, aber sie, sie kriegen, kommen nicht mal innerhalb von diesem 10%-Sammelbecken, kommen sie wirklich untereinander klar. Nächster Punkt, neue Personen rekrutieren. Also heimliche Tonbahn und Videoaufnahmen, anderes belastendes Material, Geld und Rachegelüste sind die Klassikermethoden, um neue V-Personen anzuwerben. Das ist ein teils sehr guter Nebenverdienst. Ähm, hier zum Verräter zu werden, juristische Probleme verschwinden. Es gibt einträgliche Abgeordneten, Diäten, Aufmerksamkeit natürlich. Und man muss beim Rekrutieren von neuen Leuten nicht einmal zeigen, wer man ist. Also, man, der Geheimdienst kann dann behaupten, eine adelige Gruppe zu sein oder Pro-Trump-Amerikaner, also die den linken Diebstahl bekämpfen oder irgendwelche, irgendwelche pro-russischen Organisationen, ja, die auf ein Eurasien hinarbeiten. Das heißt, da kommt nicht immer der Geheimdienst, also wo sich der Verfassungsschutz, die CIA oder wer auch immer, oder die Briten, und, und sagen nicht gleich, wer sie sind, sondern sie können halt von völlig, was völlig anderes vorspielen. Und das klappt meistens dann auch sehr gut. Nächster Punkt, die Illusion verbreiten durch US-Präsident Trump sei alles möglich. Indem man massiv die Illusion nähert, oder nähert, der US-Präsident Trump würde den linken Deep State auch in Europa bekämpfen und die deutschen Rechten retten. Nähert man den Gruppennarzissmus und bringt die Zielpersonen immer weiter weg von der Realität. Also das hat jetzt lange Zeit sehr gut funktioniert mit dieser Trump-Propaganda. Man wird das halt weiterführen mit irgendwelchen anderen Republicans. Und man pusht halt weiter eben den Personenkult und den Erlöserkult um Wladimir Putin und generell das Russische Reich. Ja, das heißt, ähm, damit werden dann alle Bedenken, restlichen Bedenken auch weggewischt, und das heißt dann, ja, wir, wir wuscheln weiter wie bisher. Irgendwann wird uns schon Putin retten, und Das ist unsere große Hoffnung. Und ähm, es gibt sowieso keine, es gibt vielleicht sowieso keine parlamentarische, legale Möglichkeit, an die Macht zu kommen. Also wuscheln wir weiter wie bisher und irgendwann kommen dann die Russen und äh, befreien uns, oder Trump kommt und befreit uns. Nächster Punkt, Gruppennarzismus fördern. Ganz simpel, die Partei und ihre Ideen werden als heilig, unfehlbar und historisch glorifiziert. Der Flügel habe immer recht und sei die letzte Hoffnung für Deutschland. Alles, was den Flügel nutzt, sei moralisch und alles, was ihm schadet, unmoralisch. Dann, die Partei an die Russen heranbuxieren. Indem man das Putin-Regime bewirbt, triggert man weitere rechtliche Normen, die es internationalen Geheimdiensten erlaubt, sich einzumischen. Erwischt man einen AfDler bei Gesprächen, laut denen mit russischer Hilfe Deutschland aus der NATO herausgebrochen werden soll und oder weitere revolutionäre Pläne, ließe sich dieser AfDler massiv unter Druck setzen. Das heißt, du triggerst Gesetze über Angriffskriege und Landesverrat, Hochverrat etc. etc. Oder die Amerikaner designieren dich als feindlichen Kämpfer, als Enemy Combatant oder sonst irgendwas. Dann, Hilfe befreundete ausländische Dienste annehmen. Also die CIA, der MI6, der Mossad und so weiter dürfen eigentlich kaum irgendwelche geheimen Operationen durchführen auf deutschem Boden, die sich in das politische System einmischen. Dennoch sahen wir, wie solche Dienste immer wieder in der rechten Szene bei uns mitmischten. Wenn der Verfassungsschutz. AfDler dazu animiert, sich international mit Rechtsextremen zu vernetzen, können ausländische Dienste mit eingebunden werden. Also, das wird auch in der Planung wahrscheinlich dann so umgesetzt. Das heißt, ähm, auch die Amerikaner halten sich dann ihre bürokratischen rechtlichen Vorgaben. Die sagen dann, wir müssen ähm, dafür sorgen oder unsere Partner müssen dafür sorgen, dass halt die deutschen Rechten hier, ähm, äh, dass wir müssen halt dafür sorgen, dass, dass uns der Vorwand gegeben wird oder der Anlass gegeben wird, dass wir uns dort drüben einmischen dürfen. Ähm. Also das heißt, ähm, die NSA, die NSA saugt irgendwelche Daten ab oder irgendwelche anderen Dienste hier saugen irgendwelche Daten ab und dann können die das theoretisch. So stelle ich mir das äh, persönlich vor. Die schmeißen das dann quasi dem Verfassungsschutz in den Briefkasten und äh, das ist dann wie die WikiLeaks-Ausrede: Ja, wir bekamen das in den Briefkasten. <laughs> wir werden das Zeug verwenden. Äh, wir sind, wir haben sie nicht beschafft, wir haben sie nicht gestohlen oder so. Wir haben keine Gesetze verletzt. Äh, und wenn halt wenn es halt eine internationale Dimension hat also wenn dann halt äh, wenn man das halt so rechtlich argumentieren kann dass es halt irgendwie dann den Gesetzen entspricht umso besser für die Dienste ähm, dann die ähm, hat das eben also diese ganze Agenda hier diese ganzen Strategien hier und so weiter die haben dann so gut funktioniert dass das Ziel erreicht wurde, was ja die CDU eigentlich vorgegeben hatte, vor Jahren schon. Es gibt jetzt dieses rechte Sammelbecken, das bei 10% rumdümpelt, und da ist auf absehbare Zeit keine Aussicht mehr, dass sich da irgendwas tut. Ja, also, die Leute hoffen dann, dass vielleicht irgendwann mal wieder der Auftrieb kommt, äh, durch Provokationen vielleicht oder durch, äh, durch, durch die Russen oder irgendwas, ja? durch irgendeine neue Krise. Hoffen und warten die Leute, dass sich da mal wieder irgendwas tut, aber es tut sich mal wahrscheinlich nichts und ähm, es kommt auch kein Putin, es kommt auch kein Trump, es sei denn, die Supermächte ähm, haben sich dazu entschieden und wollen das so, um halt diese Rechten hinterher richtig fertig zu machen. Also, die AfD wird in ihrer jetzigen Form wahrscheinlich nie wieder punkten können bei irgendeiner Krise. Migrationskrise war vielleicht die letzte und einzige Krise, bei der die AfD jemals signifikant punkten konnte. Bei keinem anderen Thema gab es die Kombination aus Geschlossenheit und konkreten, leicht nachvollziehbaren Forderungen nach Veränderungen. Also, jeder versteht ohne irgendwelche Bildung oder so, jeder versteht Grenzen zu, hartes Vorgehen gegen kriminelle Einwanderer und so weiter. Bei allen anderen Krisen fehlt aber die Geschlossenheit und die Überzeugungskraft der Forderungen. Wirtschaftlich tendiert der AfD-Flügel zu einem rechten Sozialismus und die Wähler trauen in Sachen Wirtschaft einem Gymnasiallehrer wie Höcke nichts zu. Bei militärischen Ost-West-Spannungen in der Zukunft wird der Flügel sich wohl auf die Seite Russlands stellen und eine ähnlich erfolglose Rolle spielen wie die fanatische pro-sowjetische Linke im Kalten Krieg. Haben wir alles schon mal gesehen. Stellen wir uns eine große Cyberkrise vor, die monatelang anhält. Eine Art digitale Cyberpandemie. Ja? der afd flügel und die truther werden die krise als eine fake-inszenierung abtun. die entsprechenden influencer medien werden auf kleinen online-plattformen halt eben in dieses horn blasen. es wird keinerlei signifikante auswirkungen haben auf irgendwas. es reicht nicht auf wahlergebnisse. die nächste äh, virus-pandemie wird sich in flügelkreisen wohl ähnlich abspielen wie covid. es sei denn natürlich der virus ist noch gefährlicher und so. Ähm und man, die die AfDler entscheiden dann irgendwie okay es schadet uns politisch wenn wir jetzt halt eben dann diese Gefährlichkeit leugnen keine Provokationsspielchen können für die Parteien Unterschied machen ja ich meine es gibt es gibt sinnvolle Provokationen es gibt äh, clevere Provokationen es gibt ähm, ähm, ja, sinnvolle Provokationen, es gibt aber auch schlechte Provokationen. Ja. Und bei der AfD sahen wir halt eben einen Haufen, Haufen schlechter Provokationen. Das muss man unterscheiden. Also es ist nicht diese vereinfacht dargestellte Debatte. Sollen wir jetzt irgendwie provokant sein oder sollen wir totale Weicheier sein? Nee, 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 das ist nicht die Debatte. Das ist viel zu simpel. Sondern es geht darum, welche Provokationen. Also keine tausend weiteren Online-Influencer-Kanäle, die alle gleich klingen, können im Moment irgendwas dran verändern an der Situation. Die üblichen Influencer sorgen bewusst oder unbewusst dafür, dass sich nichts verändert, halten sich aber für revolutionär und halten sich halt eben dann für edgy und, und besonders und wichtig. Ja, das ist eben das Problem. Ähm, das ist alles so mit eingeplant, das ist alles so mit einberechnet. Und dann gibt es ja eben dann diese Neurechte, dieses Neurechte-Netzwerk mit halt so 50 Entscheidern und Drei, geschätzten 3000 wirklich aktiven Leuten, der Rest sind alles nur Konsumenten und Verbreiter und Verteiler, ja? Anhänger, Fans. Und, ähm, äh, und dann gibt es halt eben die immer gleichen Leute und die immer gleichen Thinktanks in der Neurechenszene und dann kommt wieder ein neues Projekt, wieder eine neue Webseite, wieder eine neue Zeitung, wieder neue Zeitung, aber es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe die letzten verfassungsschutzberichte zeigen deutlich wie bedeutungslos rechtsextreme organisationen und projekte in deutschland sind die npd entgegen einem parteienverbot weil sie zu unbedeutend ist rechtsextremismus ist praktisch ein garant fürs scheitern aber einige menschen haben sich einreden lassen dass extrem rechte gesellen und ideen in der afd zu glanz und gloria führen werden die Wahlergebnisse im Osten sind Blendwerk, denn es leben fünfmal weniger Menschen dort als im Westen und weniger skandalöse Kandidaten hätten dort ebenfalls hohe Ergebnisse einfahren können. Die Flügelanhänger zitieren fast nie die Meinungsforschung, weil sie ihren Fantasien diametral widerspricht, während beispielsweise die CDU für so ziemlich alles Meinungsforschung verwendet und sogar die Notwendigkeit beschwor für ein neues rechtes Sammelbecken, dessen Rolle nun von der AfD gespielt wird. Meinungsforschung ist ein Feld, wo man immer ganz genau hinsehen muss. Es gab halt auch irgendwie dumme Studien, bei denen bereits ein ausgeprägteres Nationalgefühl und Kritik an, an der Einwanderungspolitik als potenziell rechtsextrem interpretiert wurden. Aber es ist klar, dass es sich dabei um gewöhnliche konservative Ansichten handelt. Dementsprechend groß kann man ablesen: 40 Prozent oder darüber, äh, dementsprechend groß ist das Potenzial für seriöse, seriöse konservative Politik. Am extremen Ende des rechten Spektrums ist das Potenzial sehr klein, was man an der NPD sehen kann. Dazwischen gibt es halt ein zerstrittenes Spektrum von ca. 10% als Schnittmenge von Rechtsextremisten, die nicht ihre Nazi-Überzeugungen ganz offen zeigen möchten und von denjenigen, die schärfer gegen den Linkskurs der Altparteien vorgehen möchten, aber keine Nazis sind. Also von vornherein macht es keinen Sinn, radikalere Figuren in der AfD zu fördern, insbesondere wenn diese eine, einschl wenn diese eine einschlägige Vergangenheit haben und Geheimdienste danach belastendem Material suchen können. In einer Infratest-DiMAP-Umfrage bestätigten 67% der Befragten die Sorge, dass Rechtsextremisten den Staat verändern könnten. Das heißt, von den restlichen 33% können sich natürlich dann auch gegebenenfalls also, da, da wenden sich natürlich noch weitere Teile ab von einer zu extrem gewordenen AfD, was man ja an den Wahlergebnissen der AfD bereits äh, jetzt ablesen kann. Ja? Also, die AfD hat ja bundesweit keine 33%. Ähm also, einige Deutsche befürchten Zusammenschlüsse mächtiger Kreise, die die Politik und Wirtschaft manipulieren, aber das heißt ja halt noch lange nicht, wie manche dem Meinungsforscher meinen, dass diese Leute jetzt alle die althergebrachten Märchen. Über die Rothschilds glauben, die dann ungehindert das britische Reich gestohlen hätten oder die Kultverehrung von Adolf Hitler. Aber wenn Leute sich halt alternativ informieren möchten, dann landen sie halt immer nur bei denselben Paar Organisationen und denselben Paar Blogs und YouTubern oder halt anderen äh, Streamern. Und das nährt sich alles aus dem gleichen, sehr, sehr engen Pool aus Informationen, der halt von den Geheimdiensten ursprünglich manipuliert wurde und nach wie vor manipuliert wird. Also, Bürger wollen sich in keine wahnsinnigen Abenteuer stürzen und sie merken halt eben dann auch, wenn sie mit anderen Leuten sprechen, dass sie halt eben dann meistens auf Ablehnung stoßen, wenn es jetzt um krassere Ideen geht. Also sind sie halt lieber dann vorsichtiger und wollen halt nicht unbedingt sich dann so angreifbar machen und ihren Ruf ruinieren. Und deshalb bewegt sich die AfD im Niemandsland. Eine Querschnittmenge, die intern zerstritten ist. Also, ein, ein Top-Meinungsforscher erklärte: Wir haben immer 10, 12 Prozent der Wahlberechtigten gehabt, die anfällig sind für ein rechtsradikales Weltbild. Das heißt, die AfD ist keine bürgerliche Partei und ähm, kann da auch nicht mehr viel finden an neuen Wählern. Also, Spionage, Spionage in der neurechten Szene. Und an der Szene ist ja nicht wirklich irgendwas neu. Das heißt, man hat ja dafür gesorgt, dass halt eben die Grundliteratur 100 Jahre alt ist oder 50 Jahre alt ist und dass die Verschwörungsmythen halt noch älter sind und so. Ähm, wirklich was Neues ist da drin nichts. Es geht halt in einer Neurechten Szene, ob es den Fans und Mitläufern bewusst ist oder nicht, es geht ja halt einfach nur darum, ein rechtes Regime zu etablieren. Genauso wie es halt bei den Linken darum geht, ein linkes Regime zu etablieren. Und viele naive Mitläufer merken gar nicht, wie radikal das ist und wie heikel das ist und wie sehr das ihren eigenen Interessen halt eben dann äh, ihren eigenen Interessen halt eben ent, entgegensteht. Ähm, und man hat halt eben dann so hier ist das einfach so zusammengebastelt für diese neurechte Trendwelle. Ja, das heißt äh, man nimmt diese alten Grunddogmen oh, wir lieben ja Familien und so und, ähm, und die Tradition äh, und wir hassen die Moderne und den Globalismus und wir hassen die Überfremdung. Und das hat man dann kombiniert mit so den klassischen Verschwörungsmythen. Und ähm, und dann setzt man halt eben dann die, die, die Heilslehre, die Erlösungslehre darauf aufbauend auf. Das heißt, man erklärt den Leuten, wir machen jetzt halt so Aktivismus, halt konservativen Aktivismus. Wir tarnen unseren Faschismus, wir machen konservativen Aktivismus. Und wenn wir dann genug Leute haben, dann etablieren wir ein Regime und dann ähm, äh, können wir halt so richtig aufdrehen und dann rächen wir uns an all denen, die uns nicht passen und so weiter und so fort. Also so haben wir das Ganze konstruiert und deswegen ist es halt inhärent. Die ähm, ja, halt nicht nur verfassungsfeindlich, verfassungswidrig, ähm, juristisch angreifbar, sondern eben auch dann gesellschaftlich angreifbar, wenn also dann weite Teile vom Land halt eben dann dagegen kämpfen. Und natürlich noch schärfer dagegen kämpfen werden, wenn das Ausland dagegen kämpft und so weiter und so fort. Also, wie will man ein Regime in Deutschland errichten oder im Teil von Deutschland errichten, wenn die gesamte Europäische Union dann dagegen ist, wenn die Amerikaner, die NATO dagegen ist? Ja? Das heißt, da, da bleibt dann nicht mehr viel an, an spekulativen Unfug, sondern halt nur noch, ja, die Russen helfen uns dann. Ja, die, die, die Russen machen das dann schon irgendwie für uns. Also, das ist von Anfang an so konstruiert, dass es halt eben dann. Äh, größtenteils sinnlos ist und halt nie zu irgendwas führt, man hält die Leute nur bei der Stange und das Establishment hat seine Ruhe. Oder man kann es dann eben dann ab, up, wenn, wenn es gefordert ist, wenn es, wenn es halt eben dann die Supermächte so entscheiden, man kann dann sowas auch mal pushen und es dann bekämpfen und diese Leute dann fertig machen. Ja, oder, ähm, oder man kann halt eben dann, was weiß ich, ein Teil von Deutschland oder ganz Deutschland kann man halt dann unter Kontrolle der Russen fallen lassen und dann werden halt diese ganzen Revoluzer halt eben dann aussortiert und äh, die Revolution frisst dann die eigenen Kinder beziehungsweise halt die nützlichen Idioten werden dann an die Wand gestellt. Äh, sowas kann auch sein, aber es, es gibt halt, wenn man sich mit den Supermächten einlässt, wenn man sich halt auf solche ähm, radikalen alten Ideen einlässt und so weiter, da gibt es eigentlich kein, kein Good Outcome mehr, ja? da gibt es keine, kein positives Szenario. Das heißt, die Leute könnten selber denken, die Leute könnten selber forschen, die Leute könnten selber ihre Netzwerke schaffen und du hättest dann, was weiß ich, 100.000, 200.000, 300.000 Leute in Deutschland, die, die aktiv ein nachrichtendienstliches Netzwerk bilden und ein Vertrauensnetzwerk bilden. Das heißt, so machen sie ja die erfolgreichen und leider psychopathischen Eliten. Das heißt, sie haben diese extremen Familienstrukturen, diese extremen Clanstrukturen und geheimdienstlichen Strukturen. Das ist das Geheimnis ihres Erfolges. Und ähm, eigentlich müssen die Bürger halt eben sich dann das abgucken, was funktioniert. Stattdessen geben die Bürger halt eben dann diese Denkarbeit ab an irgendwelche haarigen Influencer und man äh, verlässt sich dann auf irgendwelche kruden Netzwerke und kruden Vorbilder und kruden Ideen, anstatt selber Netzwerke zu formen, anstatt selber ähm, nachrichtendienstlich zu sein und, und äh, selber zu denken. Ja. Yeah. Also von vornherein, wenn du jetzt denkst, okay, da gibt es eine neurechte Bewegung, auch in Amerika und so, und die Russen haben damit zu tun und in ganz Europa, es gibt diese neurechte Bewegung und die finde ich toll und da will ich mitmachen und so, du musst von vornherein davon ausgehen, dass verschiedenste Geheimdienste versuchen, diese Szene zu kontrollieren, selber aufzubauen, zu infiltrieren. Also du hast die deutschen Verfassungsschutzämter bei uns. Ähm, teils wo auch den BND, wenn halt eben dann bestimmte Rechtsextremisten halt über die deutschen Grenzen hinaus irgendwas machen, dann darf sich der BND da auch entscheiden. Ähm, Würde ich mir das vorstellen, so ist das zumindest in anderen Ländern. Wenn da irgendwas die Grenzen überschreitet, dann amerikanische Dienste, und da gibt es ja auch einige ähm, britische Geheimdienste, sind bei uns ja aktiv, also ich auch der eine der Gründer der NPD, war ein britischer Agent. Ähm, dann auch der ganze der ganze Adel, also der ganze Welfenadel und so weiter. Das ist ja auch alles hier dann natürlich dann britisch ja, und geheimdienstlich ähm, äh, in, in, der, in der Gegend. Dann die Israelis, auch über die ganzen Frontorganisationen. Also es ist nicht unbedingt immer gleich der Mossad oder so, sondern ähm, die haben ja noch verschiedene Tarnorganisationen, die dann hier auch tätig sind und so weiter und die Israelis sind natürlich dann wegen der, wegen der Geschichte natürlich dann extremst motiviert halt eben dann rechte Kreise zu bekämpfen, beziehungsweise ähm, wurde auch versucht dann rechte Kreise halt dazu zu bringen, dass sie halt eher eher den Islam bekämpfen und nicht äh, das Judentum. Aber diese Grundhaltung bleibt halt eben bestehen, also diese, ähm, diese, diese Grundvorstellung, die halt 200 Jahre lang oder halt lange, lange gepusht wurde von Geheimdiensten, dass halt eben dann jüdische Kleinstfamilien ungehindert das britische Reich gestohlen hätten und das amerikanische Reich. Ja. Niemand hätte die dann eingesperrt äh, in Britannien, in Amerika, niemand hätte die enteignet, das, das sei alles einfach so irgendwie passiert. Ähm und niemand. Niemand hat einmal nachgedacht und erforscht und hat festgestellt, dass halt eben dann der Adel den modernen Kapitalismus aufgebaut hat und dass halt eben dann eher ja, zum Großteil eben dann diese angelsächsischen Leute zum Einsatz kamen, teilweise eben auch jüdische Familien, die halt dann irgendeinen Konzern führen durften und so weiter und so fort. Ähm, ähm, aber das heißt eben dann nicht, dass diese typischen Verschwörungsmärchen stimmen. dann. Ähm, Franzosen, französische Geheimdienste, ultra krass, hat, hat sich fast niemand wirklich hier damit beschäftigt, äh, niemand spricht darüber, also niemand niemand führt wirklich so eine Männerdiskussion oder halt so eine erwachsene Diskussion äh, in, diesen, in diesen betont männlich äh, tunenden Kreisen. Also die halten sich ja für so männlich, weil sie halt ideologische Sachen raushauen. Und irgendwelche Slogans nachplappern, aber ich meine, wenn du wirklich erwachsen sein willst, dann musst du halt eben auch über Spionage reden, vor allem in deiner eigenen Szene. Und die Franzosen haben halt ein heftiges Gewicht in der neurechten Bewegung. Die Italiener, ja, lesen sich ruhig mal ein in die Literatur, was die Italiener schon hier äh, gemacht hatten, natürlich nicht nur mit dem Gladio-Programm, sondern eben dann auch ähm, mit diversen, also die Infiltration von rechten Gruppen aus Österreich, die dann irgendwelche Teile, also Land zurückhaben wollten von, von Italienern, ja. Richtig krasse Infiltration. Österreichische Geheimdienste, russische Geheimdienste, alle wollen mitmischen in der Neurechten-Szene. Ja, das heißt, es gibt in der Neurechten-Szene in Deutschland einige Follower, also Fans und Klicker und Konsumenten, aber es gibt nur ca. 3000 tatsächlich wirklich aktive Personen und geschätzte 50 Führungsfiguren. Und dann halt noch wenige große und meist geheime Gönner. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Geheimdienste, die dann versuchen, dieses Spektrum unter Kontrolle zu kriegen. Ja. 3000 Leute, beziehungsweise 50 Führungsfiguren. Ja, und meistens wird immer angestrebt, dass halt, ähm, äh, dass halt äh, 25% der wichtigen Mitglieder einer Gruppe unter Kontrolle stehen sollen von einem Geheimdienst oder halt von, von einem Verbund an Geheimdiensten. Ja, stellen Sie sich mal vor, von diesen 50 Führungsfiguren sind dann also dann vielleicht so äh, 15 oder 12 sind dann unter Kontrolle von einem Geheimdienst die Gönner sind unter Kontrolle weitestgehend und von diesen anderen 3000 Leuten sind vielleicht dann eben dann auch so 800 unter Kontrolle so in etwa muss man das befürchten ähm also und äh, das heißt ähm, alle anderen sind wirklich bloß Konsumenten und Klicker ja und, und die glauben diesen Vorbetern blind und sie machen da mit, mit allem, was da eben dann vorgegeben wird. Und wenn du halt dann eben so die, die Kernleute unter Kontrolle hast, hast du die ganze Szene unter Kontrolle. Und wir sehen eine ideologische Gleichschaltung. Das heißt, die Follower, die, die Fans denken und forschen nicht selber. Sie sind dahingehend leicht zu steuern und die Gönner, selbst die Gönner, sind vielleicht einfach nur ideologisch beeinflusst und merken gar nicht, dass sie mit ihren Spenden... Ähm, an die neuerechte Szene dem Establishment in die Hände spielen. Also, wir haben das ja gesehen bei, ähm, wir haben das ja gesehen, in der, also äh, in, den, in den 1930er, 1940er Jahren, als halt eben dann viele Adlige in Britannien äh, so taten, als seien sie Freunde der Nazis oder halt eben mit den Nazis anwandelten, dann gab es. Ähm, Amerikanische Großindustrielle, die mit den Nazis anbandelten, und man, man hat eben dann diese Verschwörungsmythen immer wieder beschworen. Und den Deutschen gesagt: Ja, wir glauben auch an die jüdische Weltverschwörung, und ähm, wenn wir uns zusammentun, dann können wir vielleicht diese jüdische Weltverschwörung bezwingen und machen dann ein weißes Ethno-Regime und, und wir äh, steuern dann die Welt. Ja? Das wollten die Nazis hören, und so hat man es denen dann erzählt. Ähm, und es ist halt eben dann schwierig, im Einzelfall genau zu einzuschätzen, Wer von diesen Amerikanern und wer von diesen Briten wusste wie viel über die große Agenda? Ich meine, im Nachhinein, klar, jetzt ist es für uns natürlich dann schon machbar, das auseinanderzudröseln. Für die Leute damals war es wesentlich schwieriger, das auseinanderzudröseln. Ähm, das heißt, manche beteiligten sich an diesem Täuschungsmanöver gegen Deutschland ähm, auf einem Level, wo ihnen zumindest bewusst war, diese Täuschung ist halt dazu da, um die Deutschen von... Britannien abzulenken, um die Deutschen von Amerika abzulenken, damit die Deutschen halt sich möglichst mit den Russen kloppen, ja, damit die Deutschen und die Russen sich bekämpfen. Und, ähm, und in, dem, ähm, in dem Umfang haben sich dann wohl einige beteiligt und dachten sich dann, äh, wir müssen schön scheißen mit den Deutschen, damit, damit die uns vertrauen, damit wir halt weniger Risiko haben durch die. Ähm, aber für manche, die wussten dann wahrscheinlich schon, die wussten wahrscheinlich dann schon mehr. Ja, das ist, dass halt das halt dann hier größere Dinge geplant sind, ja, größeres Level an Zerstörung. Und dann hatten wir hier in Deutschland in Deutschland einen gewissen Volkhard Edler, und der gab dann 2013 günstige Darlehen an die damals recht arme AfD über eine Million Euro ja der ist, ein, also der ist von der Reederei aus Hamburg Schifffahrtsgesellschaften teilweise angemeldet auf Zypern und so ähm, Holding hat eine Holding die transportiert dann Heineken Bier und so also von Antwerpen nach Florida ähm, der arbeitet dieser Edler arbeitet mit anderen Rädern zusammen hier in Hamburg und so ähm, und ich meine, der Norden Deutschlands der Norden Deutschlands ist Welfenterritorium ja das ist einfach so ähm, da müsste man mal genauer nachhaken welche Verbindungen da vielleicht bestehen zum Adel. Also das würde mich generell interessieren bei diesen ganzen Hamburger ähm, Redereien und, und generell diesen, diesen Strukturen. Also da gibt es noch einiges, was man forschen kann. Vielleicht, ähm, vielleicht ist, ist ist dieser Volkert Edler einfach auch nur reingefallen auf diese Standardpropaganda und hat sich dann gedacht, er gibt da jetzt Geld oder Kredite ähm, und vielleicht hat er darüber hinaus gar keine weiteren Absichten gehabt, keine weiteren Pläne. Vielleicht ist er einfach auch nur reingefallen auf diese, AG, diese, diese Propaganda da draußen. Ich meine, damals, 2013, war die AfD ja noch, noch so eine gemäßigtere Partei und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Edler unterstützte anscheinend rechte Kreise schon bevor die neue Rechte in Deutschland und Europa erstarkte. Ähm, seit den 2000er Jahren investierte er an die 5 Millionen Euro in rechte Projekte. Kaufte dann dieses eine Haus. Für Millionen daraus wurde der Neurechte Think Tank -Bibliot namens Bibliothek des Konservatismus. Und ähm, das ist dann halt so ein Netzwerk. Also das der eine ist dann bei der Zeit konservativen Zeitungen und der andere ist bei dem Think Tank und der kennt den und Querverbindungen zur AfD und so weiter und so fort. Und wir haben ja gesehen, die äh, ähm, Gauland, Gauland hat Connections. Zu den zu Welfen-Universitäten, ähm, dieser eine Gönner, also die, dieser eine Strippenzieher von der CDU damals, und der hat auch Welfen-Connections, äh, glaube ich, gerade aus Hess, diese Hessen-Connection und so weiter und so fort. Ähm, Beatrix von Storch ist in Oldenburg. Und so weiter und so fort. Also es ist, es ist halt davon auszugehen, dass halt eben dann, oder die Gefahr ist halt eben real, dass halt eben Adelige aus diesem Welfennetzwerk, dass die ja halt dann versuchen, Leute in der AfD zu bearbeiten und denen halt dann vielleicht auch finanziell unter die Arme greifen, weil eben ein Sammelbecken gewünscht war. Also das ist halt eben eine Sache, da muss man genau hinschauen. Und ähm, kann er nicht einfach so blind denken, oh ja, da kommt Geld rein, also würde das schon irgendwie passen, ne? so einfach ist das nicht. Nachdem Edlers Aktionen öffentlich bekannt wurden, zog er sich zurück. Es kamen dann andere Spender mit kleineren Tranchen, schwerer zu verfolgen. Dann gab es diesen Schweizer Verein, der bereits in zweistelliger Millionenhöhe Werbung gemacht hat für die AfD. Ja, und dann war das halt eben dann... Also die AfD stellt sich dumm bei dem Verein, falls Verbindungen bewiesen werden könnten. Und Koordinierung wäre das finanziell verheerend für die Partei. Man machte sich damit halt eben dann auch angreifbar. Ähm, und... Das sind dann auch so Sachen, ja, da kommt dann irgendwie Hilfe, ja? massive Wahlwerbung und so, ähm, aber das Ganze kann auch schnell dann umschlagen in ein Desaster für die Partei, ja, und ähm, wie ist das mit der NSA, wie ist das mit den Israelis und mit irgendwelchen anderen Geheimdiensten, wenn die halt dann den ganzen E-Mail-Verkehr abschnorcheln oder wenn die halt irgendwelche anderen Telefongespräche abhören, wenn die, ja, äh, Ihre Agenten und V-Personen in der Szene haben und so, ähm, Operationen machen. Wie schnell hast du da irgendwelches Beweismaterial in der Hand, frage ich mich, ja, und kannst es dann halt eben dann benutzen. Und, äh, wie gesagt, man kann das halt eben dann auch subtiler benutzen, weil halt eben dann sagen, oh, äh, Quid pro Quo, ich mach, also, wie, wie, da droht uns jetzt ein bisschen Ärger und so und, ähm, Push doch bitte den und den Kandidaten, ja, und, und mach doch bitte dieses und jenes, und dann ähm, wird das schon irgendwie glatt gehen. Ja. Also das ist halt eben meistens immer sehr subtil, aber halt sehr effizient, sehr effektiv. Bekannt wurde dann der Name August von Fink, der da anscheinend angeblich da, wie es dann in den Berichten hieß, anscheinend sich ja halt auch in die AfD involviert und so. Fink fördert auch libertäre Zirkel. Sein Vater war ein Nazi, sein Großvater wurde vom Welfenadel aufgebaut. Also das ist ja etwas, was sonst außer uns niemand da so richtig aufgedröselt hatte. In der größeren Bedeutung, also die Strukturen des Welfenadels. Und dann hast du eben diese Russen-Connections, Alexander Dugin, die russischen Thinktanks und so weiter und so fort. Also da ist überall eben ein massives Spionagerisiko, aber die Leute denken immer nur an diese... An die Vorteile, die halt solche Connections bieten können. Und dass sich halt endlich was tut, dass sich halt was vorwärts bewegt und so weiter und so fort. Und so kommt man halt eben dann immer tiefer und tiefer in den Schlamassel rein. Es ist halt schwierig, ähm, exakt natürlich dann rauszufinden, was darf der Verfassungsschutz, wie darf er irgendwas und ähm, wie ist das mit anderen Geheimdiensten hier in Deutschland. Man kann sich im Ausland ein bisschen besser informieren. Also teilweise sind da interessante Sachen geleakt an Strategien wie zum Beispiel über das FBI in Amerika und solche Strategien, die werden dann wahrscheinlich auch in ähnlicher Form hier in Deutschland eingesetzt. Also das FBI hatte heute 35.000 Angestellte oder Beamte und mehr als 15.000 Informanten, v Spitze. Also das ist ein Inlandsgeheimdienst geworden, nicht einfach nur eine Bundespolizei. Und gerade diese Doppelrolle ist ja eben dann sehr, sehr heikel. Normalerweise trennt man das lieber. Und The Intercept bekam halt eben dann vertrauliche FBI-Dokumente und man, also unter anderem diesen Confidential Human Source Policy Guide. Das ist eine 200-seitige FBI-Anleitung, eingestuft als Secret. Und ähm, da geht es halt nur um die Arbeit mit Informanten, mit V-Personen. Ja, und das ist halt, also der Text ist halt sehr bürokratisch und ähm, sehr technisch und so weiter und so fort. Interessanter, es gibt ja auch andere Handbücher für halt Behörden. Da wird halt eher so das, das Day-to-Day-Vorgehen beschrieben. Also, wen suche ich mir aus als möglichen V-Mann, als möglichen Spitzel? Wen kann ich mir ähm, holen, mit welchen Methoden, was klappt bei wem am besten und so weiter und so fort? Also, da kann man sich auch einlesen in diverse. Literatur über Fälle, die halt eben dann geplatzt sind, über halt Dinge, die rauskamen und da kann man auch sehr, sehr viel lernen, wie das das Ganze eben dann funktioniert. Also, das heißt, man hat hier halt eben dann im Laufe der Zeit eben die Taktiken angepasst oder einfach dann verbrieft, ja, Dinge, die man vorher gemacht hat, off the books, die sind jetzt halt eben dann ähm, abgesichert, bürokratisch. Und es ähnelt halt einfach dann dem aggressiven Vorgehen von einem auslandsgeheimdienst. Das heißt, man, man benutzt hier die ganze Bandbreite an Spionagetechniken, um halt eben dann solche ähm, Leute zu rekrutieren. Unter anderem auch halt eben dann in politischen Gruppen. Also, ähm, nach 9-11 wurden es mehr als 15.000 15 Informanten und man braucht eine eigene Software dafür namens Delta, um diesen, diesen Wust an Leuten zu managen. Ähm, also man, man legt ja immer so eine Datei an über eine, eine mögliche Zielperson, die Source Identification Package. Und man zieht dann eben Informationen aus allen Datenbanken raus und so weiter und so fort und äh, schaut, wie, was motiviert diese Person? Ja? Das heißt, braucht die Person dringend Geld? Ähm, hat die Person Rachegefühle gegenüber eigenen Gruppe? Wurde sie übergangen in irgendwelchen internen Machtkämpfen? Und äh, liebt die Person Aufmerksamkeit? Oder ist der, ist der Person langweilig? Möchte sie mal das Gefühl haben, ein Spion zu sein, Agent zu sein? Möchte diese Person zum ersten Mal in ihrem Leben mit Profis arbeiten? Ja? Das ist ja immer das, was diese, diese rechten Gruppen halt eben dann immer, äh, immer versauen. Das heißt, sie wollen immer eine Kriegergemeinschaft sein, eine, ein Männerbund sein, eine, eine Profitruppe sein, eingespielte Hierarchie sein. Hierarchien sind Ihnen ja ganz wichtig. Aber wegen der ganzen Manipulation von oben schaffen Sie es meistens halt nie, Ihren Ansprüchen auch nur ansatzweise zu genügen. Und das heißt, es ist meistens halt immer dann wirklich so ein dysfunktionaler Haufen, der nichts richtig auf die Beine kriegt ähm, und gar nichts auf die Beine kriegen würde, wenn ich halt ab und zu mal V-Leute da mithelfen und, und Gönner da irgendwie Geld spenden. Und äh, deswegen... Ist es halt dann für viele Mitglieder in dem Aktivismus dann irgendwann wirklich frustrierend? Das heißt, sie, man kommt auf keinen grünen Zweig, man hat seinen Ruf teilweise beschädigt, seine, 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 seine Finanzen beschädigt durch den politischen Aktivismus. Man hat dann außerdem noch äh, drohende Strafverfahren oder, oder halt aktive Strafverfahren gegen sich. Und man lernt auch im Laufe der Zeit, die eigene Gruppe zu hassen oder halt eben dann bestimmte Pers Führungspersonen zu hassen. Das haben wir noch in der AfD gesehen. Ähm, viele sind da raus und haben wirklich einen Hass auf die verbleibenden AfDler und den Flügel. Ja, und die haben halt eben dann noch E-Mails und andere Informationen und sind dann gegebenenfalls wirklich bereit, diese Informationen halt eben dann auch dem Verfassungsschutz zu geben. Ähm, also da geht es auch wirklich dann um Rache oder es geht auch wirklich dann um die, die Besorgnis, dass halt wirklich da Nazis sind, die halt dann irgendwas Schlimmes vorhaben und so. Also gibt es so eine ganze Mischung an Gründen, warum Leute halt eben dann hier zu, zu Informationsquellen werden. Und, ähm, und vieles davon ist halt wirklich dann, also vieles von dem, was dann, was dann an, an, an äh, Problemen entsteht für die jeweilige Gruppe, vieles ist auch die Schuld von der Gruppe selber. Ja, wenn die Gruppe unbedingt so narzisstisch sein musste und psychopathisch und und verbohrt, das hat halt einfach dann Konsequenzen. Du kannst dann nicht immer nur die Schuld schieben auf den bösen Verfassungsschauer, sondern die bösen Linken und die bösen Altparteien und bla bla bla, sondern es ist halt eben zum großen Teil meistens immer die eigene Gruppe, die da schuld ist. Dann. Ähm, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich halt in all diesen Gruppen und all diesen Ideologien wirklich auskennt. Das heißt, man, man, man muss lernen, wo die alle herkommen, wie die entstanden sind, wie der Spionagehintergrund ist was für Dinge eingebaut wurden, die halt sinnvoll sind, also welche, welche Dinge diese Gruppen halt eben dann äh, richtig hinkriegen oder halt eben dann einigermaßen verstehen, was diese Gruppen auch nicht verstehen, wo die Schwächen sind und so weiter und so fort, und was die, wer die Anführer sind, das musst du in allen möglichen Gruppen kennen. Ja? Bevor du das nicht wirklich hinbekommen hast, brauchst du dich eigentlich gar nicht erst irgendwie aktivistisch, politisch betätigen, weil sonst kommt dann mal nichts raus, äh, nichts Sinnvolles. Ja? Ähm also, dann äh, gab es halt hier noch diese, äh, ja, halt hier FBI-Texte, psychologische Einschätzungen der Zielperson. Das geht inzwischen natürlich auch mit Psychometrie und den Datenbanken viel, viel schneller. Geistige Stabilität, Loyalitäten werden da geprüft, Hobbys, Interessen, äh, Laster, Hoffnungen, emotionale Verbindungen, Gefühle gegenüber dem Land, Karriere und so weiter und so fort. Also, ich meine, ähm, Stellen Sie sich mal vor, da kommen Russenagenten und die kommen dann zu auf irgendeinen so frustrierten äh, rechten Aktivisten oder jemanden, der halt dann irgendwann einfach müde wird und halt irgendwie keine Chancen mehr großartig sieht und so weiter. Und die Russen erzählen dem dann: Hey, pass auf, ähm, das ist das Einzige, was noch wirklich funktionieren kann, ja. es ist jetzt nicht mehr dieses, diese Hoffnung, dass da Deutschland zu einer großen Macht wird, sondern die einzige große Hoffnung, die noch bleibt, ist Eurasien unter Kontrolle von Moskau. Ja, und, und das wird dann halt eben dann für die einzelnen Staaten in Eurasien halt eben dann ganz, ganz, ganz okay werden und toll werden. Ihr könnt dann halt, habt eine gewisse Autonomie und so und ansonsten gibt ge Russland, Moskau halt eine Linie vor und das ist das Einzige, was noch funktionieren kann. Und so ähm, kann man die Leute halt eben dann belabern. Ja, und so wird dann eben aus einem, der halt angefangen hat als totaler Vollnazi und, und, und hyper eingebildeter Patriot, wird dann halt zu so einem Landesverräter. Zugunsten der Russen. Ja, zugunsten einer Nazi, einer, eines, eines slawischen slawischen Regimes. Das geht schneller als man denkt. Ähm, besonders wenn natürlich dann die Russen auch irgendwas gegen denjenigen in der Hand haben. Also, was weiß ich, wir kennen deine prostituierten Geschichten, wir kennen deine Drogengeschichten. Wir, ähm, wir wissen außerdem, dass, dass der Verfassungsschutz Sachen gegen dich in der Hand hat und, und äh, oder die Polizei und so weiter und so fort. Und, wir können dir dabei helfen, könnten dann die Russen sagen, ja, wir haben nämlich unsere Leute im Verfassungsschutz natürlich. Und wir können Beweismaterial verschwinden lassen. Wir können äh, dafür sorgen, dass, dass du immer gewarnt bist von einer Hausdurchsuchung oder dass es gar nicht zu einer Durchsuchung kommt und solche Sachen. Also wird so ein Korb geliefert aus Motivationen, um jemanden halt wirklich dann zu kriegen. Ähm, also das FBI zahlt, das FBI zahlt Informanten teils im sechsstelligen Bereich pro Jahr. Also 100.000 100 Dollar aufwärts. Ja. Und teilweise, wenn auch dann Sachen beschlagnahmt werden, kriegt der, der V-Mann oder halt der, der Informant, bekommt dann halt eben dann beschlagnahmte Sachen, Ware. Ja, was weiß ich, Cash, teure Uhren oder irgendwas, ja. Also, Informanten können sehr viel Geld verdienen mit dem FBI. Ich meine, es ist ja auch klar, teilweise ist es auch gerechtfertigt, wenn du halt im organisierten Verbrechen halt irgendwelche Leute anwerben willst, dann muss sich das für die natürlich auch finanziell lohnen. Und das Risiko muss es halt eben dann auch irgendwie wert sein. Am meisten zahlt die DEA dazu <laughs> gleich mehr. Und dann hier das FBI. Das FBI macht halt eben dann auch immer häufiger hier Anwerbungen unter falscher Flagge. Das heißt, die sagen nicht, wir sind das FBI, sondern sie tarnen sich als irgendwas anderes. Und die können halt eben dann auch ausführlichere Cover Stories halt eben dann etablieren. Das heißt, sie etablieren ganze Organisationen, Tarnfirmen und so weiter und so weiter und so weiter. Also und das FBI darf auch international tätig werden und man muss das andere Land nicht halt eben darauf hinweisen, dass halt FBI dort tätig ist. Das bezieht sich anscheinend eben dann auch auf Deutschland oder Österreich. Wir haben es ja gesehen, das FBI war dann irgendwelche Neonazis und, äh, hinterher und die Neonazis, äh, die das waren Amerikaner und halt Österreicher und Deutsche und dann ist hier das FBI eben auch unterwegs. Ähm also die Drogenbehörde in Amerika, die DEA. Bezahlte einer einzigen Quelle im Laufe von 30 Jahren 30 Millionen Dollar. Oftmal teilweise in Cash. <laughs> ähm, ja, nein, so ein Pakettypen, so dem wurden 200.000 Dollar pro Jahr gegeben. Dass er sein Leben riskiert. Ja. Als Informant. Dann so ein Fluglinienangestellter, 600.000 Dollar in weniger als vier Jahren, also 150.000 Dollar pro Jahr. Und natürlich das Versprechen, wir schützen dich, wenn es zu heiß wird, dann ziehen wir dich da raus und ähm, geben dir eine Tarnidentität und einen neuen Job und so. Und dann kannst du halt dann sich deine Kohle behalten und äh, ein angenehmes restliches Leben führen. Yeah. Also und dann, ähm, dann haben wir jetzt halt eben gesehen, wie die rechte Szene hier bearbeitet wird. General Flynn der von Obama zu einem Geheimdienstchef gemacht worden war, hält jetzt die Trump-Wähler zum Narren. Also Michael Flynn ist im Ruhestand, wurde begnadigt von Präsident Trump. Und äh, dann wird jetzt halt rumgemunkelt, ja, was genau wollte der Flynn jetzt? Die, die Ausrufung des landesweiten Kriegsrechts oder wollte er jetzt nur, dass in den Swing States die Präsidentschaftswahlen unter Aufsicht des Militärs wiederholt werden? Also totaler Schaumschläger der Mann. Und jetzt die letzte Stro Strohhalm-Hoffnung für die Trump-Sekte. Ja. Am 17. April 2012 ernannte Präsident Barack Obama Flynn zum 18. Direktor der Defense Intelligence Agency. Das passt doch überhaupt nicht zusammen mit diesem Ruf, der jetzt um ihn zelebriert wird, als den großen rechten Helden, der jetzt dann den linken Deep State bekämpfen will. Hm... Also, er machte Karriere mit verdeckten Spezialoperationen. Also, Black Ops machte große Karriere in den Kriegen gegen den Irak und Afghanistan. Also, er war ein voller Insider. Foreign Policy Magazine beleuchtete 2016 eine Rede von ihm. Er sagte, der Krieg gegen den radikalen Islam müsste Jahrzehnte weiter dauern. Also, gemeint ist halt eben dann aus der Bush-Ära, dieser Krieg äh, gegen äh, halt Moslems, der so geführt wird, dass er halt immer mehr radikalen Islam hervorbringt. Ähm und wir wissen ja die Saudis und so weiter und so fort die mischen ja auch mit also die mischen ja auch mit dem islamischen Extremismus weltweit äh, und äh, Trump hatte ja nicht angekündigt er will irgendwie den Saudis eine aufs Dach hauen und so und dann gab er denen halt mordsmäßige Waffenverkäufe und so ähm, dann hieß es von Flynn Amerika müsse spezielle Kriegsführung betreiben in sogenannten gescheiterten Staaten also mehr von diesen Interventionen äh, die die Wähler ja gar nicht mehr wollten dann ähm dann halt, man, man müsse auf die Russen, das heißt es dann hier, Vorsicht vor den Russen, interessanterweise, ähm, amerikanische Macht muss im Zentrum stehen, Amerika müsse eine überwältigende militärische Macht haben und so weiter, mehr Spezialeinheiten. Also totale totaler Karriereoffizier. Ja, das heißt, äh, er machte hier große Karriere mit Operation Iraqi Freedom und in Afghanistan Operation Enduring Freedom. Das heißt, er könnte genauso gut arbeiten unter einem, einem Jeb Bush als Präsidenten. Ja. Aber Leute haben jetzt einfach mit Tweets und ein bisschen Gelaber und Fox News und OAN und so den Eindruck erweckt, dass Flynn jetzt der große Held ist für die konservativen Wähler. Und Trump sei der Held für die konservativen Wähler. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist lächerlich. Aber die großen Gönner haben eben Geld ausgegeben, um diesen Hype zu finanzieren. Und die Leute sind fast alle drauf reingefallen. Und. Äh, haben jetzt in vier Jahren auch keinen Meter weit dazugelernt. Und das ist eben der Grund, warum sich nichts verbessert für die Leute. Das ist der Grund, warum halt eben dann nichts vorwärts geht. Ähm und wenn du sie darauf hinweist, dann haben sie nichts Besseres zu sagen, als, oh, du bist doch bestimmt halt eben ein Anhänger von den Linken und von äh, Joe Biden. Wie kannst du nur. Also dann, ähm, da haben wir jetzt das gesehen hier. Ja, ähm, ein Leak aus China. Über die Vertuschungsoperationen zur Covid-Pandemie. Also, China war gegen die Pandemie regelrecht in den Krieg gezogen, verbreitet und bevorzugt Fernsehbilder von maskenfreien Untertanen an öffentlichen Plätzen, um Dominanz auszustrahlen. Manche fühlen sich durch solche manipulativen Bilder in ihrer Illusion bestätigt, die Pandemie sei harmlos. Es handele sich aber um eine gigantische, koordinierte psychologische Kriegsführung der kommunistischen Partei. Jetzt wurde eine chinesische Journalistin zu vier Jahren Haft verurteilt, bloß weil sie halt eben dann akkurat berichtet hatte. Und dann gab es diesen Leak, es landete bei New York Times und so. Und ähm, da hat man jetzt eben dann rauslesen können, was für ein Aufwand betrieben wird von den chinesischen kommunistischen Behörden, um halt eben dann die Meinungen zu managen. Also, das ist nicht so platt, wie man sich das vorstellen könnte, dass jetzt dann einfach dann hier ähm, so digitale Blockwarte rumgehen, einfach alles löschen, was ihnen nicht in den Kram passt, sondern man hat Hunderttausende angestellte und teilzeitangestellte, die dann nach diesen vorgaben in der speziellen software den eindruck erwecken sollen, ähm, äh, die meinung der kommunistischen partei sei der volkswille. also man, man möchte bestimmte sachen verdrängen oder halt eben dann ersaufen in irgendwelchen anderen kommentaren und so weiter und so fort. bestimmte worte müssen vermieden werden, und genau das hat man eben dann hier gemacht mit der covid-pandemie. Ähm also nur positive Messages, hieß dann so die Grundregel, ja. Das heißt, wie toll die Rettungsbehörden sind und wie toll jemand hier darauf reagiert. Bloß nichts über die äh, harschen Aspekte. Ja? Lockdown, tödlich. Ähm, also es war ein riesiger Aufwand. Es war ein riesiger Aufwand. Und genauso machen sie die Russen, die Russen im Prinzip auch. Äh, so richtiger Covid-Aktivismus ist ja verboten. also Das, was man hier machen darf, darf man da drüben ja gar nicht machen. Und äh, daraus kannst du halt eben dann auch ablesen. Wenn, wenn die Russen und die Chinesen solche großen Kapazitäten haben, dann können sie auch natürlich dann mit solchen ähnlichen Kapazitäten versuchen, ähm, hier schlechte Informationen zu verbreiten im Westen, um den Westen zu destabilisieren. Und was würden die da verbreiten? Natürlich Pandemieleugnung. Ja, das ist dann einfach eines der ersten Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss, dass einfach dann ja, ähm, einfach Agenten und V-Leute eingesetzt werden, um halt eben dann Stuss zu verbreiten, dass dann mit Fake-Klicks werden, halt dann bestimmte Videos gepusht und so, äh, und, ähm, es geht nur darum, halt eben dann Ärger zu erzeugen hier, ja, Ärger zu erzeugen, Wut zu erzeugen, unmögliche Lösungen hier dann eben zu propagieren, ja, wir können jetzt irgendwie ganz soft reagieren auf diese Bedrohung und so weiter und so fort, ähm, also das ist schon ziemlich heikel. Und ich meine, es gibt so viele interessante Zusammenhänge mit der Pandemie. Jetzt ähm, lernen wir mehr und mehr und mehr, dass internationale Forscher verwickelt waren in diesem Wuhan-Institut mit dieser chinesischen Expertin, man nennt sie Batwoman, weil sie hat genau an solchen Dingen geforscht hat, wie äh, SARS-CoV-2. Und äh, also äh, Xi Zhengli, die sprach dann mit der BBC und meinte, ja, wir sind an gar nichts schuld und so weiter und so fort, aber... Ähm, da gab es dann eben dann. Ähm, also das heißt, man hat jetzt halt eben dann für diese WHO-Untersuchungskommission, die man nach China schickt, da nahm man ausgerechnet als Team, da, da nahm man aus, ausgerechnet diesen britischen Zoologen Peter Dassack Und der will auch liebsten alles hier äh, kleinreden und so weiter. sei halt total Quatsch, dass es aus dem Labor gekommen ist. Aber seine Organisation. Bekam hier Millionen Dollars, um zusammenzuarbeiten mit den Chinesen, mit dem Wuhan-Institut. Und dann wurden ihm, wurde ihm, wurde ihm die Gelder eingefroren, zeitweise, weil gefordert wurde, er müsse halt eben da genauer hinschauen, die Sicherheit im Wuhan-Labor und Proben liefern und so weiter und so fort. Das ist schon super heikel. Ja, und dann gab es halt eben dann Chinesen, die rausgeflogen, rausgeflogen waren, ohne richtige Erklärung aus dem äh, kanadischen Labor und so. Also, einerseits sehen wir diese krasse Zusammenarbeit zwischen Ost und West, aber wenn dann mal was schiefläuft, dann distanzieren sich alle voneinander und ähm, man will halt eben dann das aussehen lassen wie ein Unfall. Also, das ist halt eben dann das, das, das schönste Narrativ für alle Beteiligten. Ja. Und. Äh, ja, und jetzt sehen wir halt eben dann, wie Corona-Aktivisten oder Anti-Maßnahmen-Aktivisten, wie die ja quasi ihr Leben ruinieren und so. Und, äh, und äh, wir sollen alle miteinander kämpfen, also die, die Lockdown-Befürworter gegen die äh, Leugner der Gefährlichkeit der Pandemie und so weiter. Und so hält man die Leute halt wieder mal beschäftigt. Aber es ist halt ein wesentlich komplexerer Fall. Es ist ein wesentlich komplexerer Fall. Äh, und äh, man hat eben gesehen, wenn eine Krise passiert, man kann die Leute beschäftigt halten. Und für die Supermächte entsteht so keinerlei Risiko. Also das war's für heute. Schauen Sie rein unter shop.recenter.com für Ihren Zivilschutz. Danke für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.